Herzlich willkommen am Montagabend bei Simrace TV. Mein Name ist Lutz Enger, an meiner Seite Jens Purkott. Herzlich willkommen, Jens, und wir begrüßen diesmal völlig anders als sonst. Genau, wer warst du noch? Hallo Lutz, schön wieder hier zu sein. Ich freue mich wieder auf einen tollen Abend. Genau, so. Gott, ey, wir sind so kreativ. Unglaublich. Wahnsinn, ne? Ja, ja. Also, Porsche, Quatsch. German Sim Mode Foundation hier im als virtueller Porsche Carrera Cup auf gt3-cup.net, heute auf der Kurzanbindung des Hockenheimrings, beziehungsweise, des Nürburgrings, also im Prinzip die Sprint-Variante. So, und wir haben eine ziemlich coole Nummer hier heute, also Karnitz gewinnt dann wenigstens das Warm-up, also gucken wir mal. Wir haben eine ziemlich geile Startaufstellung im Moment und da werden wir doch hoffentlich so das ein oder andere sehen. Robert, wenn du fahren willst, dann geh jetzt bitte vom Server runter, weil das geht gar nicht. Server und fahren. Das hat alles soweit geklappt. So, dann holen wir uns jetzt hier das Warm-up rein. An Stream hat er auch noch an, das hat er auch noch gehört. Guck an. Naja. So. Okay, also. Dann würde ich mal sagen, wünschen wir den Fahrern viel Glück. Wir sagen gleich die Startaufstellung durch. Ja, die Startaufstellung ist hochinteressant aufgrund der Strafen. Wir erwarten nämlich hier, ja, direkt schon am Anfang des ersten Rennens ein gemischtes Fahrerfeld. Das heißt, die ganz Schnellen stehen gar nicht ganz vorne, obwohl auch schnelle Jungs jetzt vorne stehen. Das heißt, wir werden auch nicht so wie bei dem Porsche Mobile One Super Cup das erste Rennen erleben, wie sich alles auseinanderziehen, alle nur hintereinander fahren werden. Nein, wir werden direkt von Anfang an genau das haben, was wir sonst nur in den zweiten Rennen haben. Wir werden hochgradige Action, spannende Zweikämpfe erleben. Da bin ich fest von überzeugt. So wie du es gesagt hast, glaube ich das auch. Ja, tatsächlich, weil, wie gesagt, es ist immer ganz, ganz schwer. Ich bin da mittlerweile echt abergläubisch, wenn ich sage, oh, wir haben heute totale Action hier und dann passiert da gar nichts. Aber gut, hier kann man es getrosten Mutes behaupten, weil hier passiert eigentlich immer was. Selbst die Rennen, die wie der letzte erste Lauf hier auf dem Nürburgring, auf dem Grand Prix-Kurs des Nürburgrings letzte Woche doch relativ langweilig waren, ist immer noch mehr Action, als die meisten anderen in der ganzen Saison haben. Also von daher, macht euch drauf gefasst, hier passiert tatsächlich was. Also ich bin da hundertprozentig überzeugt. So, jetzt haben wir erstmal Startaufstellung hier. Und zwar auf der Position 1 haben wir den Alex Rambo. Auf Position 2 den Jörg Kormany. Das ist ein Ergebnis der Strafregelung hier. Karnitz, der vorher auf Platz 2 gewesen wäre, ist 4 Plätze zurück. Und der führende Andrzej König ist 3 Plätze zurück. Startet jetzt aber von 3. Eigentlich müsste er von 4 starten. Da aber Karnitz ja auf Platz 2 war und 4 Plätze zurückkommt, König wieder einen vor. Also das ist eine ziemlich komplizierte Rechnerei hier immer. Du hältst den Überblick. Ja, ja, da habe ich, das habe ich alles voll im Griff. So, auf Platz 4 Achim Krause, das ist der Einzige, der sich hier nicht bewegt hat. Auf der 5 Stefan Karnitz, wie gesagt. Auf der 6 Kim Strohmann. Auf der 7 Mirko Wenzel. Auf der 8 Dirk Sassmannshausen. Entschuldigung. Auf der 9 Mike Kolosche. Auf der 10 Mario Schili. Platz 11 Thomas Pache. Platz 12 für Micha Würz. Platz 13 für Jörg Paschke. Platz 14 für Daniel Lange-Hegermann. Platz 15 für Felix Appelt. Oh, da sind sie mal alle drei im Bild hier. Alle drei First Competition, First Row Competition Autos. Ganz toll. Pinky, Brain und wie war der dritte? Weiß ich nicht genau. Wie hieß denn der Laborchef? Yves Mlekos hier auf der 16. Auf der 17 Fred Dunkel. Auf der 18 Andreas Braun. Auf der 19 Hans-Peter Maid. Auf der 20 Andreas Oehrlich. So, jetzt bin ich aber ein bisschen. Und Robert Straten auf der 21. Was ist denn jetzt mit ihm? Fährt er nicht, oder? Stand der Oehrlich auch noch an der Box? So, das sind wir. Das ist in Ordnung. Ja,
Ehrlich ist hier. Nee, der steht hier. Der steht in der Startaufstellung. Ach, der stand nur in der Nähe der Box. Alles gut. Klar. Weiß ich jetzt nicht, was mit Robert Stratner ist, ob er jetzt böse ist, weil ich ihn eben gebeten habe, vom Server zu gehen. Keine Ahnung, wenn er fahren will. Also, Robert, wenn du da böse bist, nicht böse sein. Das war mit Sicherheit nicht böse gemeint, sondern im Gegenteil, das war gut gemeint. So, da haben wir sie. Ja. Kinderchens. Okay, das wollte ich gerade sagen, tolle Kamera. Mhm. Ja, die haben wir jetzt, die tolle Kamera. So. Wir gucken trotzdem mal so ein bisschen auf Stefan Karnitz. Fehlt da einer in der Startaufstellung? Ja, da kommt er. Der kommt da. So. Das müsste Kim Strohmann sein. Nee, Mirko Wenzel ist das. Kim Strohmann steht in der rechten Reihe. So, jetzt war erstmal noch Formation Lab. Und da stellen sie schön die Autos quer. Gibt schon mal gleich ein bisschen Gummi hier für den Startplatz nachher. Und da kommt das ganze Feld vorbei. Ja, auf die erste Kurve sollten wir mal wirklich gespannt sein, weil die schnellen Jungs jetzt auf Platz 2, 3 und 4 und 5 stehen. Mal gucken, ob sie da schon was riskieren. Meine 30 Minuten ist kurz, ne? Mhm. Ja, sie müssen riskieren, das ist keine Frage, aber sie dürfen auch nicht zu viel riskieren, weil sonst stehen sie beim nächsten Mal noch weiter hinten und müssen noch mehr riskieren und stehen dann beim übernächsten Mal noch mal weiter hinten, weil sie wieder zu viel, noch mehr riskiert haben. Also, ne, die Ameisen und die Bienen, das ist hier eine endlose Geschichte. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Andrzej König hat für mich in den letzten Rennen immer, wenn es eine Schwäche bei ihm gab, im Zweikampf diese Schwächen gezeigt, gerade in den zweiten Rennen. Also dieser Weg nach vorne ist ihm zwar immer wieder gelungen, aber nicht so konsequent und so überzeugend. Nicht zu überlegen, ja. Genau, ja. Nicht zu überlegen, ja. Wie die ersten genau. Wölfe waren, wo er nach drei Kurven oder drei Runden aus dem Bild war, weil er vorne weggefahren ist. Den Speed hatte er. Aber manchmal war er einfach ein bisschen ungestüm oder ich weiß es nicht, über ehrgeizig. Ey, wenn schon die Bremsen und Räder warm gemacht. Gut, ja, sein. Vollgas und voll auf der Bremse. Ja. Gerade Stefan Karnitz, der hat den Speed. Ne? Speed für Platz 2 hatte er gehabt im Qualifying, er steht da auf 5. Oh. Der wird was riskieren. Da gehe ich mal davon aus, ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Karnitz hier, wenn ihm der Start gelingt, so wie immer, wird er auf alle Fälle da irgendwie mit einer der ersten sein, der ersten drei, die da vorne auf die Kurve zuschießen. Also ein, zwei Plätze traue ich ihm zu, aber auch Krause startet gut. Also das ist bei König und Rambo kann man auch nicht davon sprechen, dass das jetzt Schlaftabletten werden am Start. Also es ist schon schwierig, es ist schon wirklich schwierig. Aber wir haben es ja gesehen bei Herzig. So, auf geht's. Die Ampeln gehen an gleich. Da sind sie. Jo. Und los geht's schon. Oh, das war ein Blitzstart. Da hat Karls auch ein bisschen gepennt. Ja. Also da waren wohl jetzt doch mehrere überrascht. Und Rambo super gut weggekommen. Und auch König geht hier auf die Position 2. Also, Komani hier innen durch. Ja, aber König lässt Platz. Sah ganz sauber. Ganz sauber. Aber König ist vorne. So, Krause auf 4 an Komani dran. Und Karnitz auf 5. Also, da ist jetzt so viel nicht passiert. Oh, jetzt kann ich langsam wieder Luft holen. Mein Gott. Genau. So, kleine Lücke zu Platz 6 zu Mirko Wenzel. Aber auch der hat eine kleine Lücke auf Platz 7 zu Mario Schili. Auf der 8 Mike Kolosche, der hat Platz gut gemacht. Auf der 9 Thomas Pache. Auf der 10 Daniel Lange-Hegermann. 11 Jörg Paschke. 12 Felix Appelt, oh, der ist gut vorgekommen, 4 Plätze. Andreas Oehrlich, 13. vom letzten Startplatz. Ja, mein Gott, wo kommt der denn her? Ja, nun, ne? Yves Mlekos, 14.
Mila wird 15. Minus 12. Sassmannshausen auf minus 12 auf Platz 20 jetzt. Ja, da müsste eben was passieren. Tatsächlich 16. Der Andreas Braun, Kim Strohmann, auch ganz weit zurückgefallen, zusammen mit Hans-Peter Maid, jetzt hier ganz hinten. Wahrscheinlich haben die gesagt, wir treffen uns da. Oh, tschalla, was macht er denn? Da kommt er wieder. Oi. Da war irgendwo, weiß ich nicht. Ja, vorne, wir müssen nach vorne. Der König ist vorbei. Angel genau. König ist an Alex Rambo vorbei. Genau. Ja gut, das war aber nicht jetzt anders zu erwarten. Also da habe ich jetzt schon, hier geht es ja auch ein bisschen um die Meisterschaft. Ach nee, Moment, die beiden fighten ja um die Meisterschaft. Also, ja, ich weiß also es da habe ich nicht mit gerechnet. Also ich hätte schon gedacht, dass der Alex ein bisschen mehr fightet. Ne? Ja. Im Griff hat, ja. Ja. So, Komani, Krause, Karnetz. Das wird wohl das Pack des ersten Laufes werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Komani momentan mit leichten Vorteilen. Weil da hinten natürlich Karnitz und Krause fighten. Oh, und Karnitz dreht Krause so ein bisschen, schiebt ihn so ein bisschen an, lässt ihn aber, bleibt erstmal ohne Konsequenzen, solange bis da jetzt auf der 6 Mirko Wenzel angreift. Aber er hat es nicht packen können. Oh, das geht ja hier gleich gut los. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, er hat direkt den Anschluss verloren an Jörg Romane, der absolut davon profitiert hat, dass die beiden sich dann ins Gehege gekommen sind. Der hat jetzt Luft nach vorne, Luft nach hinten. Und das wird sich weiter so steigen. Wenn die Dreier weiter so kämpfen, dann kommen die nicht mehr nach vorne ran. Alter, Stefan, der will nach vorne, man sieht das. Jetzt kommt er besser raus aus der Kurve, ist sofort im Windschatten vom Achim und schon daneben. So, guck mal das mal hier aus der Sicht von Mirko Wenzel an. Und gehen jetzt direkt mal hier auf die beiden. Oh, spät auf der Bremse, der Stefan. Ganz viel spät. Zu spät, viel zu spät. Aber er ist jetzt in. Oh, und jetzt kriegt er hier ein Ding. Und jetzt kann Wenzel davon profitieren. Das war ungefähr das, was ich vermutet hatte. So, und jetzt kann es natürlich, da hängt jetzt hinter Wenzel fest. Oh, unglaublich. Davor war ein Dreher. War das Jörg Komani? Und das kann eigentlich fast nur Komani gewesen sein. Karnitz jetzt auf 6, auf 5, Krause auf 4. Also Komani, ja, der hat auch hier, der hat Platz verloren. Die sind ja wieder alle direkt dran. Das hat er mit Absicht gemacht, der Jörg. Der ist genau, wollte mir ins Bild, ja. Ja. Das hat er mit Absicht gemacht. Oh, Krause hier kommt sehr weit raus. Der Stefan hängt, glaube ich, jetzt mitten im Heck. Von Mirko. Ja, und jetzt gibt's hier. Ist er vorbei? Er ist vorbei. Ja, er ist vorbei. Auf der Geraden hat er sich vorbeiziehen können. Da vorne fährt er also dem Alex dann doch weg. Das habe ich anders erwartet. Nicht zwingend. Nicht zwingend. Also, wie gesagt, wir haben ja im ersten Quali gesehen, dass Karnitz eigentlich derjenige wäre, der König am meisten. Leute, wo wollt ihr denn hin? Da geht's nicht links rum. Das ist immer so, was machen müssen, wenn ich gerade was trinke. Ja. Oh, schön, schön, schön. Die 3, 4, 5 jetzt hier zusammen. Herrlich. Ich hätte einfach gedacht, dass der Alex den Andrzej länger halten kann. Ja, das hätte ich auch geglaubt. Ja, das hätte ich auch geglaubt. Gesehen, auf der Strecke kannst du dich breit machen und kann man eigentlich schön unter Kontrolle halten, aber da war der Angel aber doch zu überzeugend. Ja. So, wir sind hier im Auto von Stefan Karnitz, der hier ganz verzweifelt versucht, seinen Platz wieder zu kriegen da vorne. Aber Komani macht da vorne den Stratner. Ja, es ist aber tatsächlich so, Jörg ist da eine absolut coole Sau. Ich bin hundertprozentig überzeugt, der guckt nicht einmal in den Rückspiegel, der guckt nicht einmal auf die Zeiten. Gar nichts, das interessiert den gar nicht. Der fährt hier sein Ding, der wird vielleicht irgendwie so mit klitzekleinen, ja, so Viertelblick wird er sich... Upsala! Das waren aber jetzt
alles Bremspunkte jenseits von Gut und Böse, aber trotzdem also, kriegen sie die Kiste irgendwie um die Kurve. Das ist schon Wahnsinn, ja, ja. Ja, ja. Ja, der Mirko ist auch wieder dran und Mario Schilli da hinten reißt auch nicht wirklich ab. Nein. Also darf sich keiner einen Fehler erlauben lassen, das kostet direkt richtig viele Plätze. Das kostet sofort Plätze, genau so ist es. Ach, guck dir die drei hier an, das ist unglaublich. Richtig, so, aber um jetzt mal der Kritik aus dem Forum gerecht zu werden, wir gucken, ah, jetzt ist er schon weg, der Hans-Peter Meid, also hier hinten war es eben auch ziemlich eng. Wir, oh, 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 da fehlt schon ein Lichtlein. So, Micha Wirtz zurückgefallen bis auf die 18, Dirk Sassmannshausen kommt langsam wieder vor, Hans-Peter Meid auf der 16, Fred Donke auf Platz 15, Kim Strohmann auf der 14, auf der 13, Felix Appelt auf der 12, Thomas Pache auf der 11, Jörg Paschke und hier haben wir es tatsächlich, Andreas Oehrlich fightet hier auch hammerhart mit Daniel Lange-Hegermann. Ja, der ist extrem gut unterwegs, man kommt vom letzten Platz und ist jetzt hier schon in den Top 10. Ja, aber er hängt halt, ne? Das ist halt das Problem. Jetzt wird's schwierig. Die ersten 10 mit einem guten Start und so weiter, kommt man da erstmal durch. Aber dann ist hier erstmal Pumpe. Jetzt gucken wir uns das hier noch einmal an, bevor wir noch nach vorne kommen. Gibt's hier einen Angriff? Nee, das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Ja, die drei Jungs auf. Oh, da stand ein Jörg Kormani, möchte ich meinen. Ich meine hier Jörg Kormani gesehen zu haben. Genau so ist es. So, und das gucken wir uns nochmal an. Hier ist er noch voll unterwegs. Oh, ja, das war aber, ich möchte behaupten, er hat hier das Auto verrissen. Also hier qualmt schon. Der Bremspunkt etwas spät. Nee, also die beiden innen sind zu spät, weil er fährt eigentlich seine Kurve und die beiden hier rutschen geradeaus, weil die waren nämlich nebeneinander. Na, hier ist aber noch nichts passiert. Das ist mal hier hat er erst das Ding gekriegt. Hier hat er erst das Ding gekriegt von Mirko Wenzel. Da, der hat ihn dann hinten erwischt, weil er nicht damit gerechnet hat, dass Kormani deutlich langsamer ist. Wahrscheinlich hat er das so nicht gesehen, dass die sich da vorne berührt haben. Oh, 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 oh. So, dann wollen wir mal hoffen, dass er hier trotzdem noch irgendwie, oder hat er einen Platten? Das Auto sieht schief aus meiner Sicht, oder? Was meinst du? Ja, jetzt wird er schon krank bei dem Rausbeschleunigen, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Er hängt vorne. Ja, der beschleunigt auch nicht wirklich hier. Hier müsste er deutlich schneller kommen. Ne, er geht sogar in den vierten Gang. Also, nee, da ist... Gut, im fünften kommt, im sechsten Gang kommt man hier auf der Strecke wahrscheinlich mit dem Auto nie, auch nicht so wirklich, aber er kommt jetzt in die Box. Genau. Ach, wie schade. Wie schade. So, vorne alles... Upsala. Ja, ich wollte gerade sagen, wird er da schon angegriffen hier von Yves Nikus? Nee, ist aber nicht so. Alex Rambo auf der 2, auf der 3 Stefan Karnitz. Der ist hier vorbei bei diesem ganzen Kuddelmuddel. Das haben wir gesehen. Erste Kurve war er ganz innen, ist ganz innen reingestochen und dazwischen war halt noch Krause. Und mit zu dritt, also mit drei Autos dadurch diese erste Kurve, das geht nun mal nicht. Da war Jörg Kormani der Leidtragende, aber das war noch nicht der die Ursache dafür, dass Kormani da jetzt diesen Schaden hat, sondern das war der Stupser, den er da von Mirko Wenzel gekriegt hat. So, Mario Schilli auf 5. Wo ist ja, denn der Mirko hin? Ja, Mirko Wenzel. Ja, auf der 6. Der hat hier aber auch eine ziemlich demolierte Tür, der Mirko Wenzel. Auf der rechten Seite, das sieht nicht gut aus, da muss auch... Also das Auto fährt, glaube ich, von alleine rechts rum. Die rechten Räder haben einen kürzeren Weg als die linken. Oh, und Schilli aber mit einem Klassiker auf dieser Strecke. Viel zu spät gebremst und viel zu hart wahrscheinlich. Und ohne Zwischengas. Ja, ein perfektes Beispiel dafür, was passiert, wenn man diese Autos nicht... ganz sauber zusammenbremst. Ja. Ja, einmal runterschalten ohne Zwischengas und schon geht's irgendwie im Kreise. Jetzt tolle Einlage. Jetzt guckt ihr den Oehrlich an. Der ist auf 7. Ja. Damit steht er aktuell in der ersten Startreihe für den zweiten Lauf. Also dieser erste Lauf ist klassen besser als der letzte erste Lauf, den wir hier gesehen haben, Nürburgring. Hier geht's ja wirklich richtig zur Sache. Herrlich. Richtig, richtig.
Ja, es musste Mario Schiele natürlich irgendwie schauen, dass er seinen achten Platz behält, um für den zweiten auf einen guten Ausgangslage zu haben. Aber der Daniel Lage Hegermann auf Platz 9 wird er sicherlich was gegen haben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Oh mei. So, dann gehen wir mal hier direkt ein... Quatsch, nach vorne, nicht nach hinten. Da haben wir nämlich Maiko Losche, der fightet jetzt hier gegen Mirko Wenzel. Mirko Wenzel, Weitwund, haben wir gesehen. Also da ist irgendwas nicht mehr so, wie es sein soll. Und das sieht man hier auch. Der Kolosche kommt hier auf das Startziel doch relativ ran. Also bei Mirko Wenzel, zumindest das Auto, hat da etwas weniger Topspeed. Wie das bei Mirko selber aussieht, kann ich nicht sagen. Ah, hinter dem ist ein bisschen was passiert. Der eine lange Hegemann ist zurückgefallen auf Platz 10. Thomas Pache jetzt vor auf Platz 9. Das gibt dem Mario Schiele ein bisschen Luft. Ja, der Mario wird jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem Messer zwischen Zehen fahren, weil der war ja nun mal schon mal auf einem sicheren Platz in den Top 8. Ja, aber irgendwas ist hinter ihm passiert. Also jetzt ein bisschen Luft von 4-5 Sekunden. Es ist keiner mehr so eng dran. Eigentlich kann er jetzt erstmal durchatmen, weil er ist im zweiten Rennen ganz vorne dabei. Oh ja, Andreas Oerlich ist herrlich, oder? Von ganz hinten kommt. Ganz, aber wirklich. Und vor allem, ich meine, der hat, wenn ich das richtig gesehen habe, richtig verstanden habe, was er mir da geschrieben hat, er ist noch unterwegs und kommt dann erst dann und dann an und weiß noch nicht, ob er es dann schafft. So, und überhaupt schafft zum zweiten Rennen. Und dann ist er pünktlich zum ersten. Das heißt, der hat keine Runde gefahren heute. Gar nicht. Gar nichts. Gar nichts. Doch, die Audep und die Formation App, das reicht. Ja, stimmt. Oder? Stimmt, genau. Die Reifen hat er warm gefahren, ja. So, Kolosche versucht es jetzt hier mal außen. Hat aber nur zur Folge, dass er einen Angriff von Oerlich kassiert. Der jetzt sticht hier rein. Der sticht rein. Ja, ja, super. So muss man das machen. Das passiert, wenn man hier Fehler begeht. Er hatte sich wunderbar zurechtgelegt. Ein bisschen andere Linie gewählt, konnte früher aufs Gas. Ja. Sitzt sich daneben, ein anderer hat schon keine Chance mehr. Klasse, genau. Klassisch. Super, super Sache. Also, Oerlich macht mal wieder richtig Spaß hier. P6. Unglaublich. Ja. Ja, einen Ausfall haben wir, der Michael Wirz. Ah, okay. Habe ich noch nicht mitbekommen. Also, muss man auch sagen, Andreas Oerlich gehört ja auch zum 24-Stunden-Team von Simrace TV GT3 Cup. Also, da sind wir mal sehr, sehr gespannt, was die Jungs da reisen. Auf alle Fälle werden wir alles dafür tun, dass die ganz, ganz vorne landen. Ja, was konnten wir beim letzten Rennen für Geschichten erzählen? Hier kannst du nicht mal den Blick von dem Zeitenmonitor nehmen. Nee, also das ist, also auch Wenzel fährt hier wirklich ein sensationelles Rennen. Also definitiv. Das ist, glaube ich, eins seiner besten bisher. Den Zwischenfall mit Comani, den nimmt er sich wahrscheinlich mehr zu Herzen als Comani selbst. Das weiß ich von ihm. Aber in diesem Fall, glaube ich, hat er das einfach nicht gesehen, dass Comani da deutlich langsamer war als der Rest. Und wann bitte ist so ein Stupser auch mal so folgenreich wie in diesem Moment? Aber ich glaube, das war bei Jörg Comani auf dem Nürburgring nicht anders. Da hat sie ihn auch so übel erwischt. So, und Oerlich jetzt da dran. Jetzt gucken wir mal hier nach vorne. Was machen Karnitz und Krause? Ja, das ist die K&K-Monarchie hier im GT3 Cup. Das kann man nicht anders sagen. Ja, Karnitz ist noch weiter vorne. Wollte ich gerade sagen, das ist ja dummes Zeug, Krause, was ich hier erzähle. Das ist ja Wenzel und Krause, also W und K, das ist die Witwen- und Waisenkasse. Richtig. Ja, sorry, also da habe ich jetzt wirklich das da jetzt, weil die Autos sich auch so ein bisschen ähnlich sehen. Zumindest dieser Streifen da rechts. Quatsch, an den Seiten, nach vorne runter so. So, und Karnitz fehlen 5 Sekunden auf Rambo und da wird jetzt aber nicht mehr so wahnsinnig viel gehen. So, Krause und... Wen hat denn der Krause hier dabei? Ich versuche... Das ist Comani, oder? Ja, das scheint irgendwie eine Runde zurück zu sein. Na klar, das ist Comani, der ist eine Runde zurück.
Ich deswegen, weil das Auto, weil die sich so ähnlich sahen. Ich habe hier gerade unser Lifetiming geschaut, irgendwas stimmt hier noch nicht. Er hatte ein paar Sekunden nach vorne und ein paar Sekunden nach hinten. Ja, ja, nein, nein. Aber also, gut, überrundet, eine ganze Runde verloren, sehr, sehr ärgerlich. Ja. So, also Öhrlich mittlerweile dann auch... Gerade vorbei am Wenzel, genau. An mich, an Mirko Wenzel vorbei. Ja, auf 7, der Mike Koloschke ist noch immer knapp vor Mario Schidi, der aber rankommt. Es ist auf eine halbe Sekunde schon dran. Aber Platz 9 hat einfach einen sichtbaren Abstand, sodass die ersten 8 sich zumindest fürs zweite Rennen ein bisschen entspannen können. Aber jeder will natürlich ein bisschen weiter nach vorne. Ja. So, König dann mal mit einer schnellsten Rennrunde, 23.474. So, hier haben wir den 8-Platzierten, müsste das sein, der Mario Schili, genau. Ja, noch ist keiner von diesem komischen Reifenstapel da gefahren. Ich bin sehr froh darüber. So, und auf der 9 Thomas Pache. Und da wird es jetzt sicherlich spannend, was Pache jetzt hier noch reisen kann. So, jetzt wird es aber langsam kritisch. Uiuiui. Der zweite Verbremser von Schili. Ja, so kann man seinen Vorsprung auch irgendwie wegfahren. Ja. So, und jetzt... Oh, 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 oh. Ich glaube, da hat jemand arge Reifenprobleme. Ja, oder jetzt kommen auch die Nerven ins Spiel. Weißt du, du hast genug Vorsprung, machst den ersten kleinen Fehler, fehlt eine halbe Sekunde, machst den nächsten Fehler nochmal 2 Sekunden und irgendwann kommt dein Hintermann immer näher und dann guckst du in den Rückspiel, dann guckst du auf die Zeiten und dann machst du immer mehr kleine Fehler. Mhm. Du hast es letzten Donnerstag erlebt, wie mein Vordermann kleine Fehler gemacht hat und irgendwann kommt der ganz große Fehler. Richtig. Und das eben war ja schon ein relativ großer Fehler und davor haben wir das ja 2 Runden zuvor haben wir das ja schon mal gesehen von Mario Schili. Also der hat bestimmt jetzt schon in der ersten Kurve mindestens 5-6 Sekunden liegen lassen. Er dürfte noch maximal 2 Sekunden Vorsprung haben auf den Thomas Pache. Der allerdings auch nicht so wirklich schnell unterwegs ist. Ja, ich bin ein bisschen erstaunt, kann aber daran liegen, dass Pache so gut wie nicht trainiert hat. Da ist es schon fast wahrscheinlicher, dass Kim Strohmann hier nochmal nach vorne fährt. So, aber hier kracht es nach wie vor. Kolosche und Wenzel. So, jetzt gibt es hier den Angriff. Aber er steckt zurück und das finde ich halt... deswegen passt der Junge hierher. Also sage ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, wie viele Leute es jetzt gäbe, die, wenn sie neu in eine Rennserie kommen, in so einer Situation zurückstecken, einfach weil sie neu sind. Und das gibt sicherlich eine Menge, aber die muss man erstmal haben. So, und Erfahrung zeigt halt, dass das nicht immer so ist. Und hier wirklich super faires Verhalten, neuer Fahrer, scheint aber recht gut unterwegs zu sein. Und er merkt auch, er ist schneller, aber er kann sich hier so weit zurückhalten, dass er hier keinen Blödsinn macht. Und das ist fantastisch. Ja, so muss das sein. Selbst wenn er da reingehalten hätte, ob neu oder nicht, das hätte eine Berührung gegeben und ich mag sowas nicht. Wenn man es vermeiden kann, wenn es nicht um eine Meisterschaft geht oder die letzte Runde ist, dann muss man solche Manöver nicht starten, weil wir wollen ja alle ins Ziel kommen und das möglichst ohne Blechschäden. Ja. Aber solche Leute findest du nicht immer, da hast du schon recht. Wenn du solche Leute dann aufgreifst und die zu deiner Liga stoßt und mit dir zusammen Rennen fahren, sei froh. Sei froh und glücklich und sieh zu, dass sie bei dir bleiben. Ja. Da vorne war gerade ein bisschen Bewegung, da steht Öhrlich hier und Wenzel. Wo sind die denn jetzt hin? Die sind noch gar nicht so weit zurück. Nee, die müssen weiter vorne sein, die werden nur 1, 2 Plätze verloren haben. Öhrlich auf 5. Kolosche auf 6. Wenzel auf 7. Das gucken wir uns nochmal an.
Also hier kann ich noch nicht erkennen. Ah, da haben wir es. Wer ist das hier? Yves Nekos hat hier einen Dreher hingelegt. Das liegt nur daran, dass er... ja, und Wenzel weicht hier so weit aus, dass er... Er kriegt trotzdem eine kleine mit und verliert dadurch seinen Platz. Während Kolosche die innere Linie wählt und dabei der Glücklichere ist. Ich sag mal, wenn, dann hat Mirko Wenzel hier lediglich die Aerodynamik seines Autos ausgeglichen. Die defekte linke Seite, jetzt rechts auch defekt und bups, und der kommt da, berührt auch noch die Bande hier. Also ich glaube, der hat jetzt erstmal die Nase voll von diesem ersten Lauf. Der versucht jetzt ehrlich gesagt nur noch, der ist jetzt auf Platz 7, hier mindestens den 8. Platz reinzufahren. Oh, der muss hier richtig arbeiten am Lenkrad, dass der die Karre gehalten kriegt. Wahnsinn. So, wie sieht's da vorne aus? Eigentlich alles wie immer, König vor Rambo. Aber was sehe ich hier? Siehst du das auch, Jens? Ich sehe den Steffen Karnitz auf 3. Ja, und wie weit weg von Rambo? Näher dran. Näher dran ist gut. Ich schaue mal, ob ich irgendwas rausfinde beim Alex. Ja, einfach nur die... Oh, Karnitz hier mit einem schönen Cut. Fährt aber jetzt auch langsamer. Nee, der Alex hat eine 26,4 dabei gehabt. Ansonsten fährt er 24er Zeiten ununterbrochen. Was fährt Karnitz? 24, eigentlich ein bisschen niedriger. Auch eine 23er dabei. Er ist einfach ein bisschen schneller. Mhm. Und wir haben noch 5 Runden. Und das hat ihn jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückgeworfen. Er hat hier die NGK-Schikane ziemlich gecuttet und hat aber auch einen Speed rausgenommen, also die Runde wird wohl langsamer werden. Ah, 5 Runden, das könnte noch eng werden. Man, der ist ja wirklich nah dran mittlerweile. In der letzten Runde war Stefan 2/10 schneller als der Alex. Mal gucken, wie es in dieser Runde aussieht. Das sieht man optisch auch schon, der kommt einfach immer näher. Ja. Ja, eine ganze Sekunde war er schneller. Der Alex Rambo eine 24,8, der Stefan Karnitz eine 23,8 gefahren. Mhm. So, gucken wir mal. Ja, also das könnte hier wirklich nochmal spannend werden, bevor es das tut. Gucken wir uns das hier mal an. Krause fightet hier mit Komani. Das heißt, Komani denkt überhaupt nicht drüber nach, hier in irgendeiner Form zurückzustecken. Warum sollte er auch? Ich meine, er fährt eh hinten jetzt, aber zeigt halt hier nochmal deutlich, wo er eigentlich hingehört. Ja, also, super ärgerlich. Beide rennen dadurch irgendwie versaut. Und ja. Der Achim sollte es einfach irgendwie einmal kurz lupfen und ihn vorbeilassen, weil das stört ihn einfach nur. Da Jörg Komani könnte wegfahren, er könnte schneller fahren. Und so hast du immer jemand im Heck, du siehst immer jedem Anbremsen irgendwie in den Seitenspiegeln, ja. Und das stört dich einfach. Einmal kurz lupfen, das kostet dich 3/4 Zehntel und dann kannst du weiter frei fahren. Wäre sinnvoller. So, der Karnitz, also jetzt noch einmal anbremsen und hier mal sauber durchkommen, das tut er. Ja, erste Sektor war bis auf 2000stel identisch bei den zweiten. Der zweite Sektor war der Stefan 4/10 schneller. Ja. Und jetzt ist das leicht an den Windschatten, ja. Das wird noch ein richtig heißes Finish. Ja, Windschatten ist es noch nicht ganz, aber der ist schon richtig dran. Hier nochmal einmal richtig anbremsen, dann hat er ihn die Runde vor sich. Guck dir das an. Guck dir das an. Ja, der hat Blut geleckt. Du wirst immer schneller, wenn du merkst, dass du an deinem Vordermann rankommst. Ja, und der Vordermann wird immer langsamer, genau. Genau. Das ist hier noch nicht vorbei, also da muss der Alex sich mal deutlich breiter machen als beim Andrzej. Ja, das wird er wohl hinkriegen, denke ich mir.
Also jetzt müsste ja laut deiner Zeitenerklärung eben der große Moment des Stefan Karnitz kommen. Ja, sieht man schon. Also im zweiten Sektor ist er einfach deutlich schneller. Guck dir das an, das hat ja richtig Windschatten. Jetzt die Schikane hinten sauber treffen und dann versuchen auf Startziel anzugreifen. Ja. Ja, kein. Oh, guck dir das an, wie der sich hier reinbremst und hier trotzdem sauber durchkommt. Ja, der Alex fängt jetzt schon an, Kampflinie zu fahren. Muss er. Jetzt hätte Karnitz vielleicht mal kurz lupfen sollen. Jetzt kommt er auch noch über den Körb. Also das wird ein Manöver geben, da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, jetzt darf er nicht nochmal wechseln. Ja, das ist aber zu weit weg. Das tut er aber trotzdem. Das ist nicht erlaubt. Er hat auf der Geraden schon einmal die Spur gewechselt. Hätte aber nichts geändert. Der Stefan war einfach noch zu weit weg, um wirklich einen Angriff zu setzen. Richtig. Er hat ihn ja jetzt nicht blockiert. Wir haben hier, aber jetzt hoppt es aber. Oh, oh, zieht da hier voll rein. Ich glaube, der Stefan fährt mehr Flügel, weil gerade in diesen Kurven und auch im zweiten Sektor, der ja vielen schnellen Kurven besteht, kommt er deutlich ran. Auf der Geraden kam er nicht so wirklich. Ja. Der wird gleich noch einen Überraschungsangriff setzen, da bin ich fest von überzeugt. Wir haben noch zwei Runden. Der Alex fährt ja immer mehr Kampflinie, zieht die fette Kurven innen an. Also. Aber Alex hat natürlich die Erfahrung als realer Rennfahrer, wie man Kampflinie richtig fährt. Die meisten machen ja einfach nur die Tür zu irgendwie und wissen eigentlich dann noch nicht so genau, was kommt denn nach der nächsten Kurve. So, jetzt hat er ihm hier einen kleinen Stups gegeben. Sehr lustig. Aber sind hier bei den Tourenwagen, das muss drin sein, also. Ja, er hat ihn so ein bisschen hier, komm, jetzt, aber ganz leicht nur, so, dass er ein bisschen aus der Kurve raus ist. Ja, das gehört aber dazu und hier ist auch kein Vorteil. Meine Fresse. Jetzt kam er deutlich besser raus, aber wir werden es wieder sehen, er hat wieder Windschatten und er wird nicht daneben ziehen können, das heißt, er muss deutlich mehr Flügel fahren. Er ist dran. Jetzt muss er sich außen daneben bremsen. Er hat die Flügel, er hat die in den Anpressdruck und jetzt kann er kreuzen. Jetzt kann er durch. Genau. Sensationell geil gemacht. Absolutes Hammermanöver. Super. Also in der letzten Runde. Stefan Karnitz hier. Ja, unglaublich. Jetzt muss er sauber weiterfahren, weil wenn der Alex jetzt schafft, dran zu bleiben und Windschatten zu kommen. Guck mal. Das sieht gut aus. Er hat einen unglaublichen Speed. Super, Stefan. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da irgendwie dem Karnitz zujuble, aber ja, ich glaube, Rambo gibt jetzt hier auch auf. Also der sagt jetzt auch, komm, lass den fahren, um Gottes Willen. Bloß jetzt hier nicht nochmal was riskieren. Der wird mir gerade sehr langsam. Ja. Der hat einen Platten. Der hat einen Platten. Ach du Scheiße. Das erklärt seinen Speed in den letzten Runden. Aber Achim ist 12 Sekunden zurück. Ja, das ist keine Gefahr. Herzlichen Glückwunsch, André König. Mein Gott, wir haben uns hier. Ja, alles Gute. Das war grandios. Keine Frage, aber grandioser war hier dein Teamkollege und der Stefan Karnitz, der jetzt hier als Zweiter übers Ziel fährt. Natürlich ist ein Rennsieg das Grandioseste, was man erreichen kann. Keine Frage, deswegen auch der Glückwunsch. So, und André, das ist ja unglaublich. Und Alex, Alex Rambo rettet hier seine Karre mit dem Platten ins Ziel. Ich weiß es nicht, ob es durchs Fahren oder ob es durch eine Berührung passiert ist. Aber sensationell. So, auf der 4 Achim Krause, auf der 5 Andreas Oehrlich. Also nicht schlecht, meine Herren. Riesig. Ja. Das nenne ich mal richtig. Da geht mal richtig was. Bis zu welchem Platz waren wir jetzt? Bis zu 5. Ich bin hier. 5, genau. Auf Platz 6 haben wir den Mike Koloschke. Auf 7 Mirko Wenzel. 8 Mario Schilli. Auf der 9 Kim Strohmann. 10 Thomas Pache. 11 Daniel Lange-Hegemann. Auf der 12 Hans-Peter Meidt. Auf der 13 Felix Appelt. 14 Sassmannshausen. Der ist der gute Mann. Dirk. Ja. Mhm. Jörg Paschke auf 15. Jörg Komani auf 16. 17 Fred Dunke. 18 Andreas Braun und ausgefallen der Yves Mjekus und der Michael Wirz. Genau.
So sieht's aus. Und das sind wir, das TV-Auto. Ja. Nee, wir sind ja gar nicht ausgefallen. So, da haben wir den Führenden, den Sieger. Ja, großartig. Also, Andrzej König natürlich alle Erwartungen erfüllt. Und Karnitz, Stefan Karnitz, alle Erwartungen übererfüllt. Dass der schnell heute unterwegs sein wird, das haben wir uns gedacht. Aber dass der so eine Performance hier hinlegt, vor allem in den letzten Runden, damit hätte wohl keiner gerechnet. Also, dass der einen Alex Rambu da versägt, ich weiß es nicht, inwieweit Rambu schon ein Problem gehabt hat zu dem Zeitpunkt, aber das Überholmanöver war sauber, das haben wir gesehen, da war keine Berührung. Aber ich könnte mir vorstellen, dieses Reinbremsen in die erste Kurve, das wird wohl dem Reifen den Rest gegeben haben. Ich denke es mir mal. Wir werden es hören nachher im Interview. Ja, denke ich auch. Gewesen sein. Den Reifen runtergefahren. Ja. Ja, der erste Lauf hat doch mal, ja, was war das? Hat ja gemacht, richtig viel Spaß. Ja, das kann man wohl laut sagen. Und ja, das eigentliche Highlight kommt ja erst jetzt, also boah, was soll denn da noch kommen? Ja, das ist richtig. So. Dann würde ich mal sagen, go to the next race. Ja, da können wir uns auch nochmal drauf freuen. Also der erste Lauf war ja schon wirklich genial. Da kann man nichts anderes sagen. Das war ganz, ganz großartiges Kino, was wir hier gesehen haben. So, das sieht ganz fantastisch aus. Wir haben hier wieder jede Menge Leute. Keiner ist runtergeflogen. Alle noch da. Würde ich mal so meinen. Jop. Da ist sogar noch einer dazugekommen. Aber egal. Nö, 22 hat man gerade auch. Der Robert ist nur nicht gefahren. Ja. So, next session. Ja, das ist, also muss ich sagen, hat mir totalen Spaß gemacht, das erste Rennen. Im Gegensatz zu letzter Woche, da haben wir dann noch zu diesem Zeitpunkt gesagt, oh, hoffentlich wird das ein bisschen spannender im zweiten Lauf. Also jetzt wissen wir eigentlich gar nicht, was kommen soll noch. Ja, da waren wir im zweiten Lauf froh, dass wir nicht eingeschlafen sind, dass wir wach geblieben sind. Also jetzt bei diesem Rennen war es gar nicht möglich, mal nicht hinzuschauen, mal nicht eine Sekunde lang nicht aufmerksam zu sein. Ja. Also, klasse. Also, aber ganz ehrlich, so kennen wir es eigentlich aus dieser Serie. Ja, das war richtig. Ja eigentlich nur streckenbedingt. Ja, ja, genau, genau. Ich lese gerade hier von Alex Rambo, Glückwunsch Stefan. Ich hatte dann einen Platten in der letzten Runde, also das war dann ohne Berührung, sondern das ging wohl tatsächlich. Der hat sich dann einfach den Reifen kaputt gefahren. So, die beglückwünschen, feiern sich da gerade so ein bisschen im Chat. So, wir machen mal die Startaufstellung für das zweite Rennen und dann haben wir allerdings noch ein bisschen Zeit. Ja, wenn du magst, kannst du gleich vielleicht mal so zwei, drei Sätze noch zu letzten Samstag erzählen, weil ich habe es ja, wie gesagt, nur am Stream auszugsweise verfolgen können, habe auch noch ein wirkliches Feedback erhalten, wie denn so der erste Lauf war. Wie, du hast noch kein Feedback? Haben deine Leute dir noch nichts erzählt? So. Nein. Nein, also vielleicht klar. Ich nicht getraut, ich weiß nicht. Also wir hatten tatsächlich sehr, sehr viele Zuschauer. Also das waren irgendwie in der Summe über die gesamte Zeit knapp 4000.
Und ja, was ist überhaupt gewesen? Genau, GT1 Langstreckenserie auf SimRacing.org. Und wir hatten dann doch mehr Schwierigkeiten als erwartet. Und am Ende waren es eigentlich weniger Schwierigkeiten als erlebt. Weil wir haben dann nur gesehen, okay, es sind von 31 Fahrzeugen 15 ausgefallen. Oder 16 sogar. Ja, von denen waren aber über die Hälfte Unfälle. Also so die ganze Geschichte mit Mod und kaputt und alles ganz schlimm und schrecklich, das war gar nicht so. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann dazu entschlossen, nach diesem Rennen die Autos zu wechseln, einfach weil ganz klar der Camaro, der da drin unterwegs war, der hat einen Schuss, das war bekannt und man kann es halt nicht sicherstellen, dass ein Ausgefallener nicht wirklich auch vom Server geht oder beziehungsweise auf dem Server bleibt und damit nichts passiert. Das kann ja sein, dass auch der einen R-Faktor-Absturz hat und dann zieht der andere mit und das ist, glaube ich, wohl auch passiert. Und von daher werden wir dann, haben wir jetzt die Autos gewechselt, ist alles neu, neu sinken und dann geht's ab. Insgesamt super geiles Rennen, super, super spannend. Thomas Wackerbauer und Sebastian Röhn, die Teams von TAF und Notox Racing, haben sich einen sensationellen Fight geliefert, da über die ganzen Distanz. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass das Team TAF von Thomas Wackerbauer ein bisschen Probleme hatte, TFR, der hat keinen Fahrer gewechselt. Also von daher muss man das so ein bisschen außen vor lassen, das ist ja immer noch mal so eine kleine Schwierigkeit, die anderen dann tun und er nicht. Von daher hat er vorläufig erstmal, ist er disqualifiziert und ich kann es jetzt eigentlich auch bekannt geben, er ist komplett disqualifiziert, weil Harald hat mir das gerade durchgegeben, wir können hier keine Ausnahmen machen, so leid es uns tut, aber das haben wir die letzten Jahre auch so gehandhabt, also muss es auch diesmal so sein. Thomas Wackerbauer mit dem Team TFR nun also disqualifiziert. Dann war es Sachsenring typisch sehr, sehr schwierig mit der Zeitnahme. Wir hatten insgesamt 4 Teams, die Probleme hatten, die Runden nicht gezählt bekommen haben, beziehungsweise 2 Runden zu einer gewertet bekommen haben. Das musste man hinterher wieder auseinanderklamüsern. Letzten Endes hat dann Notox Racing gewonnen vor Torrent Motorsports und Allstar Racing, nämlich hier mit Stefan Karnitz. Der selber zwar noch nicht gefahren ist, aber dann wohl beim nächsten Mal dabei sein wird. Und der Sieger, der Sebastian Röhn und der Ronny Hähnel, die da für Notox Racing unterwegs waren, der Sebastian Röhn hat dann im Interview auch gesagt, also fürs nächste Rennen erwarten sie noch wesentlich mehr Gegenwehr, wenn dann halt zum Beispiel auch Leute wie Karnitz ins Cockpit sich setzen und dann da ihre Runden drehen. Das wird dann nochmal, und Spa ist ja nun mal eine ganz andere Hausnummer, und das passiert am übernächsten Samstag. Spa-Francorchamps, 4 Stunden, live mit Harald Galinis. Und um das noch abschließend zu sagen, der Harald war wieder eine Granate im Stream, das muss man ganz klar sagen. Den musste man wirklich wieder überall da, wo es im Rennen spannend wurde, einbremsen, damit er uns nicht noch ein Historischen, ich meine, es ist alles wahnsinnig spannend, was er erzählt. Es ist halt unglaublich schwer, mit ihm zusammen es so hinzubekommen, dass man ein ausgewogenes Verhältnis von Rennberichterstattungen bekommt und von den News, die er uns mitteilen möchte. Und er hat so viele News, dass er eigentlich die ganzen Stunden da quatschen könnte. Dazu kam dann noch der Patrick Simon ins Interview. Das war ein bisschen mühselig, weil der hatte nur Telefon. Und Harald hat dann so mit dem Handy Lautstellen, Mikrofon vom Headset ranhalten und so. Also es ging dann wohl irgendwann, aber die ersten 1-2 Sätze, die sind verloren gegangen. Also Patrick Simon, Fahrer in der europäischen Le Mans Serie und natürlich, das hat er uns dann auch erzählt, das präferiert er jetzt, Moderator bei Kabel 1 der GT Masters, und der hat uns dann da auch noch gut unterhalten, hat da auch ein paar Sachen erzählt, die ziemlich spannend waren. Also ist alles in allem ein toller Abend, und ich kann euch versprechen, wenn auch nur Hälfte von dem wahr wird, was Harald mir heute erzählt hat, er hat mich zur Verschwiegenheit so verdonnert, und ihr glaubt nicht, wie schwer das fällt. Wenn nur die Hälfte von dem klappt, was er mir heute gesagt hat, wenn wir nächstes Mal alles im Livestream haben, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass selbst ein Zuschauer, der seinen 100. Geburtstag zu feiern hätte beim Bundespräsidenten, selbst der würde diese Geburtstagsfeier absagen. Seid sicher. So, das war's jetzt. Jetzt habe ich 6 Minuten am Stück gequasselt, oder? Ja. Das war der Plan. Nein.
interessant, wie auch immer. Ich habe ja auch zwischendurch immer wieder reingelauscht, gerade um den Harald auch zu hören, der wirklich immer tolle Geschichten und auch gerade spannende Infos hat. Und ja, das, was du das ja sagst mit den Gästen beim nächsten Rennen. Also ich habe ja schon angekündigt, dass wir gerne nochmal ein Wildcard-Team in den Start bringen würden in Spa, damit ich auch mal wieder ans Steuer komme. Aber ich glaube, da muss ich parallel den Stream hören, ne? Mhm. Ja, also da musste tatsächlich, ja, also das wird, ich glaube, dass wir zu Spa trotz dieses ganzen Wirrungen und der unangenehmen Dinge, die wir da nebenher hatten, dass wir in Spa das Fahrerfeld voll haben werden. Wir werden wahrscheinlich sogar noch ein, zwei Wildcards vergeben müssen. Und ja, wie gesagt, und die Teams, die jetzt so ganz schrecklich weinen und selbstverliebt da irgendwie ihre Dinge da auf ja, auf andere schieben müssen, gut, das können wir nicht ändern, das kennen wir nicht anders. Und spannenderweise sind es aber auch immer dieselben, die diese Probleme haben. Also, wie auch immer, es ist Rennen, es ist Technik, es passieren Pannen und meine Güte. Also zeigt mir bitte eine Veranstaltung, wo alles glatt läuft. Das ist halt nun mal so, ich sag mal, wenn sie länger als eine Stunde läuft oder so. Ne? Das also ist aber auch natürlich ein super schwieriger Spagat, weil du willst dort eine Modifikation zur Verfügung stellen mit möglichst vielen Autos. Das heißt, es müssen auch verschiedene Modifikationen zusammengewürfelt werden. Das birgt einfach riesige Probleme. Jeder, der sich irgendwann mal mit dieser Thematik beschäftigt hat, weiß genau, wovon ich spreche. Wir haben das auch oft genug gemacht und es ist einfach ein immenser Aufwand, das sauber hinzubekommen, um diese ganzen Abstürze auszuschließen. Du kriegst es nie hundertprozentig hin. Und gerade diesen 18, 16 Autos, die jetzt da noch drin sind, also man macht sich gar nicht vorstellen, was das für ein immenser Aufwand und Fleißarbeit ist, das so hinzukriegen, dass das sauber läuft. Also da kann man den Dank gar nicht hoch genug hängen, dass das hier angeboten wird und es läuft halt klasse. Wir haben ein super Rennen da gesehen, also das, was ich gesehen habe und ich freue mich riesig aufs Bar. Also wenn wir auch nur ein Team oder zwei Teams am Start haben, das ist einfach eine Geschichte, die, ja, das ist ja ein Muss-Event, ne? Dabei zu sein, danach den Stream zu hören, sich Harald zu lauschen, das ist einfach ja nicht zu toppen im Sim-Racing, finde ich. Das ist so, definitiv. Also das sind eine der besten Übertragungen generell und da ist es auch schon fast egal, da wünscht man sich schon fast wenig Action auf der Strecke, damit man mehr von Harald hören kann. Also das ist... Den Harald ja. Kannst du nur bei der Langstrecke gebrauchen. Ne? Ja eben, so ein Sprintrennen, da kommst du zu nichts, da kannst du Fotos zeigen derweil. Ja. Richtig. So, okay. Robert Stratner hier im Wildcard-Auto setzt sich mal auf die 2, aber muss auch hier wohl einsehen, dass der André König auch hier die Nase vorn hatte. So, machen wir das einmal hier in die Liste. Gucken mal hier rein. Naja, so viel schlechter. Naja, doch, eine knappe Sekunde war langsamer. So, ach, ein König legt hier noch einen drauf. Genau. Na gut, dann soll es so sein. Macht hier einfach nochmal eine Zehntel drauf, damit der Zweitplatzierte auch eine Sekunde dahinter steht. Karnitz fährt da jetzt allerdings hin. Ja, es wird mir wieder spannend zu sehen, wie André König nach vorne kommt, versucht nach vorne zu fahren. Wie gesagt, vorhin schon erwähnt, im Pulk ist es manchmal nicht ganz so einfach. Es sind auch schnelle Jungs da vor ihm. Die werden sicherlich nicht vorbei winken. Ja. Oh, ich bin sehr gespannt. Ich auch. So, wir haben auch dann, wie gesagt, eine neue Startausstellung. Machen wir aber jetzt bei der Formation Lab. Müssen wir jetzt nicht. Ich könnte sie jetzt schon erzählen, aber das wollen wir ja gar nicht. Außerdem, alle, die aufgepasst haben, wissen sie. So. Frag sie jetzt bitte nicht ab. Ja. So. Meister Karnitz nutzt hier jede Sekunde, um noch irgendwie seine Performance zu finden hier. Er kommt bis auf 0,220, ist das glaube ich, Sekunden, an die Zeit von
Ah, macht König. Noch einen kleinen, ja, von König ran. Ja, ich habe es überlegt, was der da tut, warum er da stehen bleibt. Aber ganz ehrlich, wenn die Zeit jetzt mit Rennsprit gefahren wurde, mit seinem Rennsetup, dann hat er im Quali aber vorigen Bock Mist gebraucht. nein, das glaube ich nicht. Die haben jetzt Hot Laps gemacht. Upsala. So, und hier sehen wir, wie das dann passiert. Das wollen wir aber gar nicht sehen. Also, lieber Alex, auch dieser Botzel da ist fest. So, ich hoffe halt, dass hier keiner mehr dazugekommen ist. Ich guck mal lieber noch. Nicht, dass wir hier... Oberstadner, Simfus TV. Ne, also ist alles richtig. Wir haben hier genau die richtige Anzahl von Leuten. Und ja, alles ist fein. So, jetzt gucke ich aber trotzdem mal, ob es hier auch 22 sind ist. Nee, sind es nicht. Verflixt nochmal. Wir sind hier 23, oder? Ach nee. Nein. Gut. Nein, alles gut. Eigentlich ist schön. Wo sind wir denn eigentlich? Ach, wir sind auf Platz 15, deswegen. So, auf geht's. Ja, die Spannung steigt und deshalb nutze ich nochmal die 2 Minuten, die wir jetzt haben und bin gleich wieder da. Alles klar. So. Da kam auch noch der Letzte in die Box. Somit können wir jetzt umschalten ins Rennen. Jetzt hierhin zum zweiten Lauf. Und wir sind wahnsinnig gespannt, was hier jetzt alles passiert. Also erster Lauf schon nicht mehr zu toppen. Wollen wir mal hoffen, dass der zweite mindestens genauso oder hoffentlich genauso gut wird. Das würde uns schon mehr als reichen. Alles wäre schön. Und wir ja, werden sehen, was passiert. So, irgendwo fährt hier jemand los. Da. Ja, da kommen die ersten. Mirko Wenzel geht raus. Kolosche raus. So, und wir machen mal Startaufstellung, weil das ist nämlich jetzt tatsächlich spannend. Auf Position 1 haben wir den Mario Schili. Auf Position 2 den Mirko Wenzel. Auf Position 3 den Mike Kolosche. Auf Position 4 den Andreas Oehrlich. Auf Position 5 den Achim Krause. Sechster Platz für Alex Rambo. Siebter Platz für Stefan Karnitz. Achter Platz für Andrzej König. Das wären, sind jetzt die, die in umgekehrter Startreihenfolge zum ersten Lauf starten, dann geht es hier weiter auf Platz 10 mit Kim auf Platz 9 mit Kim Strohmann, auf der 10 Thomas Pache, auf der 11 Daniel Lange-Jägermann, auf der 12 Hans-Peter Maid, auf der 13 Felix Appelt, auf der 14 Dirk Sassmannshausen, auf der 15 Jörg Paschke, auf der 16 Jörg Komani, auf der 17 Fred Brunke, Entschuldigung, Andreas Braun auf der 18, Yves Mlekos auf der 19, Micha Wirz auf der 20, jetzt weiß ich nicht, fährt der Robert Stratner? Nee, der ist dann wieder runter. Nee, ist er nicht, der steht noch dahinter, also der fährt nicht. Ja, so sieht das hier aus. Ich habe den Anfang verpasst, kannst du nochmal wiederholen? Ja, ja, ganz bestimmt, ja, ja. Kannst du dir nachher in der Aufzeichnung angucken. So, also, das wird heiß, ganz heiß. Mario Schili, Mirko Wenzel, Mike Kolosche, Andreas Oehrlich. Ich tippe mal auf einen, so es einen Sieger am Start geben wird, tippe ich mal auf den Andreas Oehrlich, dass der hier nach vorne kommt. So, das ist jetzt, wie gesagt, erstmal nur die Fahrt in die Startaufstellung.